Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Community Server. Ja, die letzten beiden Folgen waren jetzt vom Snapshot Server, weil ich da gerade einfach nur unglaublich viel Bock habe zu zocken. Jetzt kam ja gestern der neue Snapshot raus, heute kam schon 20b13b raus, weil ja ein paar Bugs waren und die wurden jetzt gefixt. Ich habe jetzt auch noch nicht auf dem Server gespielt seitdem, auf dem Snapshot Server, deswegen bin ich jetzt hier auf dem Community Server am Start und ich habe ordentlich Progress gemacht. Ich hatte neulich auch einen Livestream, der eine Stunde ging, nachts um 11, den keiner angeschaut hat außer mir. ich sollte ihn vielleicht mal ankündigen. So viel dazu. Aber ich habe ordentlich gebaut. Nicht nur in dem Stream. In dem Stream habe ich einen Bruchteil von dem geschafft, was ich sonst so gebaut habe. Ich habe jetzt gerade eben den Stream zu Corona von Jakob vom Breaking Lab angeguckt. Ich hoffe, den schaut ihr euch auch alle an. Es war wirklich sehr, erstens unterhaltsam und zweitens informativ. Auf jeden Fall empfehlenswert, könnt ihr euch auch anschauen. Und ich habe halt nebenher ein bisschen gebaut und auch die Abende davor ein bisschen gebaut. Und ich bin froh, verkünden zu können, der zweite Hof ist fertig. Ganz geschafft. Und was, bevor jetzt einer rummotzt, wahrscheinlich Adbasch. Die Interior ist nicht fertig. Die Häuser haben keine Interior, zumindest nicht soweit ihr das noch nicht mitgekriegt habt. Aber was Exterior angeht, ist der zweite Burghof ebenfalls fertig, zusammen mit dem ersten. Der erste war auch nicht so richtig fertig. Es hat zum Beispiel dieser Turm gefehlt und dieser Turm, die wir uns ja gleich angucken werden. Ich bin sehr stolz drauf. Und ich glaube, diesen Markt-Junt hier hat auch noch niemand gesehen mit Honey halt. Ich weiß nicht, wo die Biene hin ist. Hier war mal eine drin, die ist abgehauen. Hier habe ich so ein, ja, mit den Strings halt, dass der Teppich da oben bleibt, so ein kleines Ausschenk-Ding für Honig. Unser Schmuckschmied und so weiter. Ich würde sagen, ich habe jetzt nichts groß geplant in diesem Video, was baumäßig abgeht. Ich werde jetzt einfach nur hier die 10 Minuten labern. Oder, ja, dann gucken wir mal, was wir so machen. Ich habe nämlich sehr viel zu zeigen. Die Protection Zone habe ich jetzt überall so eingerichtet, dass sie halt die komplette Burg einmal schützt. Die nächsten Mobs können dann hier so wieder spawnen. Und ihr seht schon, die Türme sind am Start. Oh yeah. Ich habe mich irgendwie immer so davor gedrückt, weil ich nie so Muße hatte, die Dinger zu bauen. Aber dann war ich einmal im Flow und zack, 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 waren die 5 Dinger hier fertig. Angefangen habe ich mit dem großen Viereckigen. Da will ich auch mal anfangen, den zu zeigen. Ich habe das Design von dem da hinten ein bisschen aufgegriffen und jetzt hier wieder benutzt, nur halt, dass ich statt dem Stone, ich gehe mal einen Schritt zurück, dass man es besser sehen kann, dass statt dem Stone jetzt hier Wood benutzt wurde. Ich habe auch mal die Fässer benutzt, finde ich ganz nice, die haben ja diese vertikale Textur und noch diese Eisenstränge, die da einmal rumgehen, die haben sehr gut da reingepasst, finde ich. Und halt diese Knubbel hier an den unteren Enden. Habe ich hier halt aus Holz dran gemacht, dran geknubbelt. Dann das Metall mit den Fenstern, wie da drüben, nur halt Birkenholz statt Sandstein. Und dann halt so die geschwungenen Spitzen da mit Endrods oben drauf, damit ein bisschen Licht ist und dann die Spitze. Ganz unspektakulär. Das war so der erste Turm. Dann dachte ich mir, komm, ich mache noch an die Seiten ebenfalls so Stonebrick, die sieht man jetzt hier, wunderschön, mit den Connected Textures. Connected Textures ist einfach das Beste, was je zu Minecraft hinzukam mit Optifine. Fehlen nur noch die Shader und dann ist perfekt. Wir haben jetzt noch diese, wir haben auch Diorite, Polished Diorite da eingebaut, statt Andesite. Andesite ist ja im anderen, wie ihr sehen könnt. Und ja, gefällt mir sehr. Dann habe ich hier das Fensterchen eingebaut. Ich habe auch dann auf den anderen Seiten hier die Fenster aus einfach nur einen breit gemacht mit Diorite oder Slab unten, dass halt da irgendwas ist und die Wand nicht so leer ist und dann halt unten am Fuß vom Turm noch so Stützdinger, damit da halt nicht nur der Kabel ist, sondern auch was anderes. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Turm. Er hat halt jetzt nichts zur Verteidigung, sag ich jetzt mal. Weil das Ding ist, wenn ihr auf die Map guckt von Ignacia, also von der Welt vom Server, dann werden die Leute, die ganz weit da hinten, 7000 Blöcke da hinten, nie mit Schiffen hier an den Hafen rankommen. Ganz einfach, ja, Server, hallo, kann ich bitte starten?
Danke. Dieses Meer hier ist nicht verbunden mit dem Meer aus dem Süden. Da ist ein fettes Gebirge. Deswegen wird hier nie eine Kriegsflotte von irgendjemandem ankommen. Deshalb kann ich ja auch die Verteidigung quasi ein bisschen vernachlässigen. Vor allem, was halt kommen könnte, wäre so ein Fuß. Was lägt das denn gerade so rum hier? Ein Fußmarsch, also Leute, die halt zu Fuß ankommen mit Katapult, dies, das. Deswegen habe ich nicht alle Türme schön gebaut, sondern eben auch ein paar als Verteidigung. Dann war der nächste Turm, soweit ich weiß, der hier. Hatte ich dann auch wieder ein bisschen den Stil von dem, nur abgewandelt auf rund. Ihr seht es hier, Metall vorne dran. Ich gehe nochmal auf Abstand ein bisschen, dass ihr besser sieht. Metall vorne dran, vor die Fenster. Stone Bricks ein bisschen Überhang. Und dann auch wieder die Fässer. Und da wollte ich auch mal die Eisenbars neben dran. Und dann noch Wände und dann halt das spitze Dach. Ja, eigentlich relativ simples Design. Auch wieder das Fenster, diesmal mit Eisengittern. Genauso wie hier halt auf der Seite von dem Turm. Und dann hier noch so ein Strang aus Stone Brick. Und ja, das war dann schon so der Turm. Dann habe ich den hier gebaut. Der hat dann keine Spitze mehr, sondern so ein offenes Ding mit einem Fahnenmast, wo halt das Banner von Archeron dran hängt. Und halt diese Metallstange hier links soll so ein Seil symbolisieren, wo das halt so hoch und runter gezogen wird. Und dann so ein paar Zinnen. Hier noch ein paar Fensterchen. Hier noch ein paar, also Schießscharten, keine Fensterchen. Und hier unten dann auch nochmal, wo jetzt die Pferde davor stehen. So eine Stabilisierung, wie auch hier. Bei dem Turm habe ich, glaube ich, habe ich da eine eingebaut? Weiß ich gerade gar nicht. Ah, ich habe tatsächlich eine eingebaut. Also auch so Dings, dass es ein bisschen mehr Struktur hat. Also der Kunst zum Geilen, dass ein Gebäude geil aussieht, ist halt 3D-Fassade, dass es nicht flach ist. Deswegen geht dieses Fenster auch nach innen. Oder halt hier eben diese Holznüppel hier gehen nach außen, dass halt ein bisschen, dass nicht eine flache Wand ist. Deswegen Fenster geht nach innen, hier kommt ein bisschen raus, dann geht es wieder nach innen, die Trapdoors kommen ein bisschen raus, das hier kommt ein bisschen raus, dass es halt nicht eine flache Wand ist. Gut. Ja, dann habe ich die gebaut, dann habe ich bis auf den Snapshot-Server gespielt und dann habe ich jetzt vorhin, als ich den Livestream geguckt habe, diese beiden Türmchen gebaut, beziehungsweise den hinteren, den fetten, habe ich schon davor angefangen. Und ihr seht schon, da sind übelst geile Drachenköpfe dran. Sieht vielleicht aus wie irgend so ein Dämon-Dingsbums, keine Ahnung, aber es sollen Drachenköpfe sein. Mit Goldblöcken als Augen und Nüstern. Weil ich reich bin. Ich bin reich! Wer hat es gesagt? Knossi? Weiß nicht. Ja. Drachenköpfe, dieselben, die ich auch im Sumpfing benutzt habe. Ja. Einfach mega, mega geiles Design. Habe ich mir, glaube ich, sogar selber ausgedacht. Mit Inspiration von woanders, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich denke so halt. Und dann habe ich hier unten, was ich hier schon hatte, dass es auch so ein bisschen 3D-Struktur hat, dass es ein bisschen vorkommt, habe ich jetzt hier bei dem Turm auch benutzt, dass es halt so ein bisschen stabiler steht quasi. Und ja, die Drachenköpfe sind halt einmal auf jeder Seite. Und das Highlight steht oben drauf. Sieht man jetzt von hier gar nicht so dolle. Aber wer Game of Thrones Season 8, hallo, die Belagerung von Königsburg gesehen hat, der kann schon ahnen, was hier oben drauf steht. Eine fette Ballista. Ich weiß, Shadow hat auch welche bei sich in Wintersunst, aber die hier ist sehr dolle angelehnt an die aus Game of Thrones. Ich hatte legit das Bild neben mir aus dem Internet offen und habe das so gut wie möglich nachgebaut. Die standen bei denen. Da, also bei denen waren die Türme aus so gelb-beigem Sandstein. Also vielleicht wisst ihr es, weil ihr es gesehen habt, vielleicht nicht. Und so eine Holzplattform war über die Zinnen drüber gelegt, weil die Ballista halt so fett ist. Ich habe mir gedacht, nee, war jetzt nicht, weil bei denen war es halt so provisorisch, die wurden angegriffen, haben schnell das Holz da drüber gelegt und so ein Ding draufgestellt. Aber hier ist es halt fest installiert, geplant und alles. Deswegen steht es halt unterhalb der Zinnen. Kann sich auch drehen, könnte theoretisch überall rüberschießen. Und ja, was Neigung angeht, nach unten ist halt nicht so viel Spiel, aber halt nach oben. Ich habe auch keine Wither-Köpfe verwendet, sondern einfach ein stinknormales Dispenser. So doll geflext habe ich jetzt nicht. Und dann halt hier hinten dieses Ding zum Aufdrehen, dass man den Pfeil quasi laden kann. Und hier habe ich es mega gefeiert. Einmal
die Barrel-Textur, dass sie hier so schön reingepasst hat. Und die Barrel-Textur von oben, kann ich die jetzt so sehen? Ja, die hat ja diese, ne, diese Eisenstangen, die ich ja auch schon da im Turm jetzt gerade verwendet habe, habe ich hier jetzt quasi genommen, um zu symbolisieren, hier geht der Pfeil. Oder was ist das? Ist das ein Pfeil noch? Nennt man es noch Pfeil? Bolzen? Keine Ahnung. Der wird hier halt so drinnen liegen. Und dann halt das Ding so gebogen. Ich habe jetzt hier nicht so Strings oder aus Wolle irgendwas gebaut, weil auf dem Bild hat man das eh nicht gesehen, weil das so ein dünnes Schnürchen ist. Das sieht man nicht. Und so ein dünnes Schnürchen kann ich auch einfach weglassen, bevor ich es hier irgendwie hässlich aus Wolle baue. Deswegen halt nur dieses Crossbow-mäßige. Hat auch was von einem X-Bogen aus Clash of Clans. Yay. Und dann eben hier der Dispenser. Schießt auch, wenn ich hier einmal so mache. Dann kommt Feuerball vorne raus. Und ja, theoretisch. Hier kommt eh keine Kriegsflotte hin. Aber diese, ich wollte einfach nur so eine Ballista haben. Auf so einem coolen Turm, weil es geil ist. Ich hätte auch hier noch was hinbauen können. Ob da noch irgendwas verteidigungsmäßig draufkommt, weiß ich nicht. Weil hier ist ja die Festhalle dann hinten dran. Und ich weiß halt nicht, was so sinnvoll ist, da hinzubauen. Muss ich mal noch was überlegen. Vielleicht lasse ich es leer, mache irgendwas Pavillon-mäßiges, keine Ahnung. Muss ja nicht alles unbedingt gleich auf Krieg-mäßig sein, ne? Und dann habe ich hier halt nochmal so ein Türmchen, auch wieder mit Zinn und einfach so eine Fahnenstange. Und dann haben wir diese beiden Türme hier auch endlich mal fertig. Und somit ist schon der erste Teil von der Burg ziemlich durch. Dann habe ich noch Brunnen hingebaut, ich weiß nicht, das habt ihr auch noch nicht gesehen, oder? Was ich geil finde, Lilypads kann man hier auf Waterlocked Blöcke machen, wie die Stairs hier zum Beispiel. Hier ist glaube ich kein Wassereimer drin. Ah doch. Ich habe ja tatsächlich einen Wassereimer reingemacht. Und jetzt hat es die beiden Dinger hier weggespült. Da war glaube ich eins und hier, oder? Oder hier? Da. Ja, und dann habe ich hier so einen Schwarzmarkt, symbolisiert durch schwarze Wolle. Damage Pile, Wither Kopf, Wither Rose ist halt so illegales Zeug, was hier so ein bisschen abseits in dieser kleinen Gasse verscherbelt wird. Und hier haben wir halt den großen Markt. Hier hinten drin ist jetzt noch nichts groß, ein paar Fässerchen noch und dann geht es hier halt rein in den Braukeller. Falls hier noch Fensterchen reinkommen, dann werde ich die machen, wenn ich die Interior mache. Die mache ich aber extra, wenn die Exterior fertig ist. Weil ich finde, Interior schaut man sich nicht so an. Die Arbeit, die man so hat, hier draußen, Artikutsche ist übrigens auch neu, die sieht jeder. Aber so ein Interior, die sieht keiner. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht völlig abgeneigt. Ich habe ja auch die Interior von dem Keller hier gemacht. Aber sieht keiner, weil hier sind erstens diese Dinger davor. Und zweitens steht hier jetzt die Kutsche davor und auf der anderen Seite guckt eh nie jemand rein und hier guckt auch nie jemand rein. Deshalb ist das Interior relativ nutzlos, aber es gehört halt dazu und ich werde diese Burg nicht als fertig zeichnen, bevor nicht hier überall Räume und was weiß ich nicht drin ist. Macht euch da mal keine Sorgen. Hier wollte ich noch braune Betten hinstellen, weil die aussehen wie Bänke, so Holzbänke. Aber ich habe keinen braunen Farbstoff, deswegen Shoutout an die, die ein Dschungelbiom haben und braune Farbe als Kakaoboden verkaufen können. Ich brauche braune Farbe. Wisst ihr Bescheid. Ich bin bereit, dir das zu zahlen oder was ihr halt auch braucht. Gut, und dann habe ich jetzt auch gerade eben hier fertig gebaut. Die beiden Türmchen und dann hier so ein Wehrgang mit so kleinen Schlitzen. Und dann habe ich hier auch einen Chapter benutzt mit einer Leiter dran. Finde ich, sieht mega geil aus. Könnte man öfter benutzen. Und dann hier eben so die Furnaces. Als Gitterhalter, die halt das symbolisieren, dass das Gitter hier halt hoch runter geht. Hier mit ein paar Eisenblöcken drin. Haben wir ja genug. Und dann, ja, war's das schon. Das ist der zweite Hof und der ist fertig. Und ich muss sagen, ich find's mega geil. Also, es ist richtig satisfying. Man kann jetzt übelst lange hier drin rumlaufen, auf diese Kutsche. Ich habe noch nie eine Kutsche gebaut. Ich hab einfach mal so ein bisschen rumgespielt und ja. Für die Kutsche ist es auch ziemlich gut geworden, oder? Da kann man auf jeden Fall nicht motzen. Riesengroße Räder. Aber, haja. Was soll's? Okay, wie lange nehme ich schon auf? 14 Minuten. Null. 14 Minuten lag pausenlos gelabert. Okay. Ja, ich denke, mehr muss ich auch nicht zeigen. Mehr gibt's auch nicht zu tun. Der zweite Hof ist fertig. Und dann hätten wir's soweit geschafft. Hier habe ich sogar noch so Stone Bricks reingebaut.
Bin jetzt überlegen, soll ich ja, also diese, komm, ich mache die auch noch, lol, was machen? Komm jetzt ins Lilypad hier wieder hin. Müll. Die Stone Chisel Stone Bricks kann ich jetzt auch hier oben gleich noch einbauen. Hä? Wo kommt das Lilypad jetzt her? Ich hatte hier doch keine 3, oder? Hatte ich hier 3? Bin ich blöd? Naja. Ja, mache jetzt die Chisel-Dinger rein, dass man hier sieht, das Tor geht hier alles zu. Nachts oder so, keine Ahnung. Funktioniert halt nicht. Aber es ist einfach nur zu Deko-Zwecken hier hinten. Auch die Schmiede finde ich immer noch mega geil. Mit diesen Lagerfeuern kann man halt übelst gut so was Belebtes reinbringen. Weil hier steht alles nur. Nichts bewegt sich. Alles ist tot. Hier hinten qualmt auch ein Lagerfeuer. Aber ohne Shader bewegt sich kein Blatt, kein Wasser. Es steht alles still. Und hier dampft es ein bisschen. Und sieht halt belebter aus. Und das finde ich, macht es halt schon aus für die Atmosphäre so von einem Gebäude oder einfach von irgendwas. Muss ja nicht mal ein Gebäude sein. Wenn es irgendein Schlachtfeld ist, wo es dampft oder so. Keine Ahnung. Ja, finde ich einfach nur mega, mega geil. So, was ich jetzt noch machen wollte, war. Hallo, Ender Chest. Einmal ein paar Eisenblöcke schnappen. Und die vorne einbauen. Und zwar da, wo das Tor ist, weil ich hatte ja auch da oben drin die Eisenblöcke und die wollte ich jetzt auch hier drinnen machen, dass man da nicht durchgucken kann. Zack. Okay. Dann kann man hier also auch nicht mehr durchgucken. Hier muss noch ein Redstone-Tür-Tor hin, was automatisch auch funktioniert, dass wenigstens eine technische Sache hier noch drin ist. Und dann, ja, waren wir doch schon sehr erfolgreich. Dann kann ich hier jetzt hingehen. Burg. Böden, ja, die werden halt hier mit weitergehen. Häuser, zweiter Hof, fertig. Let's go. Cool. Ich hatte jetzt eine neue Idee. Und zwar, Schild. Ich bin jetzt gerade dabei, Herr der Ringe zu lesen. Und ich bin quasi durch mit der Action. Frodo und Sam waren jetzt da am Start bei dem. Ach, soll ich spoilern? Lest ihr Herr der Ringe wahrscheinlich eh nicht. Wenn ihr Herr der Ringe noch lesen wollt, dann skippt kurz. Aber Frodo und Sam waren jetzt gerade bei dem Schicksalsberg und haben den Ring da reingeschmissen, beziehungsweise nicht Frodo, Gollum ist da reingefallen mit dem Ring. Und ich dachte mir, komm, ein Vulkan wäre doch mega nice. Deswegen Umland, bla bla bla, Vulkan. Yay. Und wo ich mir dachte, wo ich den hinpacken könnte, wäre einmal hier hinten. Wie sieht denn das jetzt aus? Ja, sieht schon geil aus mit dem Türchen hier. Ganz weit dahin. Na, wobei nicht mal so weit. Hier beim Netherportal, bei dem Berg. Ich fliege hier einmal ein bisschen rum, dass das ein bisschen geladen wird. Das Ding ist halt Minecraft-Bauhöhe 256, da kann man jetzt nichts allzu Episches hinbauen. Aber man kann ein bisschen mit dem Maßstab arbeiten. Ich denke, dieses Ding hier könnte man schön umbauen zu einem Vulkan. Oder? Und dann dachte ich mir eh, das Netherportal. Das soll so storymäßig was haben. Wir Spieler benutzen das, um zu reisen. Ganz klar. Wir rennen da rein. Zack, 800 Blöcke statt 7000. Kein Ding. Aber so storymäßig passt es halt nicht hin. Stellt euch vor, mittelalterliche Burg. Übelst krass. Vielleicht noch in ein paar Feldern statt dies, das. Und hier so ein Weg. Und mitten am Wegrand steht so ein Creepy-Portal aus Obsidian, was kein Mensch abbauen kann. Und bringt dich direkt zum Teufel in die Hölle. Moin. Das passt halt nicht so in dieses Mittelalter-Feeling. Und deswegen will ich das Portal in den Vulkan dann einbauen. Dieser Gipfel bietet sich übelst gut an. Oder vielleicht mache ich so mehrere Gipfel. Ich habe jetzt noch nie einen Berg in Survival gebaut. Geschweige denn im Kreativen auch noch nicht. Ja, dass man das hintere irgendwie so zum fetten Vulkan macht. Welche Höhe haben wir denn hier? 100. 120, okay, da kann ich ja noch richtig hochgehen. 256 ist der Bauhöhe. Das wäre hier. Oh. Also, so hoch muss ich glaube ich noch nicht mal. Weil der Berg sieht ja schon von da unten verdammt hoch aus. Wenn man so guckt. Und wenn einfach hinten dran noch einer ein bisschen höher ist, dann denkt man schon so, oh mein Gott. Und dann macht man da noch so ein bisschen minenmäßig was rein. Sauron hat ja auch seine Schmiede im Schicksalsberg. Und dann noch so Schmiede und so ein verkrüppelter Weg und Lava und Obsidian und alles. Das stelle ich mir schon geil vor. Also, ich habe den Vulkan, Schicksalsberg, was auch immer, auf meine To-Do-Liste gesetzt.
Und dann schauen wir jetzt mal, womit es weitergeht. Weil Burg hat noch sehr viel zu tun. Hier muss noch eine Stadt hin, wir müssen noch Felder hin. Fertig sind wir noch lange nicht, aber es ist immer wieder ein geiles Gefühl, was zu sagen, jo, ich bin mit was fertig geworden und ich bin stolz drauf und es sieht geil aus. Allein dieses Katapult. Mega. ja. Also meine Freunde, ich laber jetzt hier schon 20 Minuten rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wahrscheinlich wieder vom Snapshot-Server. Bis dahin, haut rein und ciao.